29 Jahre alt ist Sonja Delaunay, als sie 1914, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, dieses sehr großformatige Bild malt, das heute im Pariser Centre Pompidou hängt. Zwei konzentrische Kreise beherrschen das Bild. Der eine steht auf der senkrechten, der andere auf der waagerechten Mittelachse. Jedes Ringsegment hat eine andere Farbe als das benachbarte. Prismes électriques, elektrische Prismen heißt das Bild. Und auch elektrisierende Prismen. Die konzentrischen Farbkreise, das sind die Lichthöfe zweier Lichtquellen, prismatisch zerlegt. Die drei Grundfarben bestimmen das Bild Rot, Blau, Gelb. Unteilbare Farben, Primärfarben. Ihnen sind die komplementären Mischungen aus je zwei der Grundfarben zugeordnet. Orange, Violett, Grün. Komplementäre Kontraste empfindet das Auge als harmonisch. Rot und Grün, Blau und Orange, Gelb und Violett nebeneinander gehen dem Auge ein. Das Aufeinanderprallen von Rot und Violett hingegen an dieser zentralen Stelle wird als Disharmonie empfunden. Sonja Delaunay markiert auf diese Weise eine Gelenkstelle im Bild, macht sie dem Betrachter bewusst. Im Schnittpunkt der Kreise rastet die Farbharmonie plötzlich aus, eine Spirale entsteht, die ins Bildinnere federt. Sonja Delaunay geht von Seherfahrungen aus, die bereits im 19. Jahrhundert formuliert worden sind. Sie weiß, dass Farben durch andere Benachbarte ihren Ton und ihren Charakter verändern. Simultankontrast nannte man das. Und sie trägt ihn auch als Kleid auf dem Leib. Sie theoretisiert nicht. Sie operiert intuitiv, wenn sie die Farbflächen mal weich, mal hart, ohne trennende Konturen aufeinanderstoßen lässt. Im Kleid wie im Bild erzeugt das Nebeneinander unterschiedlicher Farbkontraste ein heiteres, zugleich vibrierendes Leuchten. Elektrisierende Prismen. Zu Beginn dieses Jahrhunderts ist die Elektrizität der Inbegriff modernen Großstadtlebens. Tod dem Mondschein, hatte der Futurist Marinetti 1909 herausgebrüllt und damit eine Hymne auf das elektrische Licht verbunden. Prismes électriques. Auf den ersten Blick wirkt das Bild wie ein abstraktes, Farben um ihrer selbst willen. Doch es gibt einen konkreten Anlass für Sonja Delaunay, diese Art Licht zu studieren. 1913 bekommt der Pariser Boulevard Saint-Michel elektrische Beleuchtung. Doch im selben Jahr nimmt sie sich die neuen optischen Phänomene in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft vor. In mehreren Skizzen und Ölbildern hält sie ihre Beobachtungen der Lichtbrechungen fest. Noch ganz deutlich ist auf diesem Bild aus dem Jahre 1913 der Ausgangspunkt, eine Figur unter den Lampen zu erkennen. Prismes électriques, das ist ein abstraktes Bild, das Farb- und Wahrnehmungsprobleme behandelt. Ebenso wie eine Straßenszene, die hier neu gesehen mit den gerade zur Verfügung gestellten Mitteln des Kubismus in die farbige Fläche des Bildes übertragen ist, ohne Perspektive, ohne Illusion von Raumtiefe. Dann ist da noch ein auffälliges, ganz anders strukturiertes Nebenmotiv. Wie hineingeklebt, wie ein Papier-Collé, wirkt die Schrift links im Bild. Unvermittelt wird hier eine neue inhaltliche Ebene eingezogen, die literarische Präsenz in der Großstadt Paris behauptet. Der Textblock, in dem sich der Namenszug Sandra auf hellgelbem Grund besonders abhebt, ist ein Selbstzitat. Sonja Delaunay wiederholt hier einen Reklamezettel, den sie im Jahr zuvor, im Herbst 1913, entworfen hat und verweist damit nachdrücklich auf ihre Zusammenarbeit mit dem Dichter Blaise Sandra. Schon die Schriftmalerei der Ankündigung signalisiert das gemeinsame Ziel. Die synchrone Darbietung von Text und Farbe, die Gleichzeitigkeit und den Gleichklang zweier Medien. Die Buchstaben werden zu Farbe, die Farbe folgt den Buchstaben. Was von Sonja Delaunay angekündigt und auf dem 2 Meter langen Faltblatt farbig begleitet wird, ist einer der merkwürdigsten und einflussreichsten Texte der neueren französischen Literaturgeschichte.
Prosa vom Transsibirien-Express und von der kleinen Jeanne de France, nennt Sandra diese dichterisch ausschweifende Schilderung der endlosen Reise eines jungen Poeten und einer Prostituierten von Moskau nach Paris. Sag, Blaise, sind wir sehr weit von Montmartre? Ist darin die immer wiederkehrende Frage. Sonja Delaunay arbeitet den wechselnden Rhythmen des Gedichts mit klaren Farbkontrasten zu, bisweilen in die Schriftzeilen eindringend. Apollinaire schreibt im Juni 1914, Blaise Sandra und Madame Sonja Delaunay Terck haben einen ersten Versuch der geschriebenen und farbbewegten Simultaneität geschaffen. Das Auge daran zu gewöhnen, auf einen Blick die Gesamtheit eines Gedichts zu erfassen. Wie ein Dirigent auf einen Schlag die übereinandergesetzten Noten einer Partitur liest. Madame Sonja Delaunay Terck. Terck ist der Name der Adoptiveltern, die die in der Ukraine geborene Sonja als Fünfjährige zu sich nach St. Petersburg holen. Sie wächst in einem bildungsbürgerlichen Haus auf. Hier sieht man sie als 17-Jährige ägyptisch kostümiert. Sie darf in Deutschland an der Karlsruher Kunstakademie studieren und 1905 als 20-Jährige nach Paris reisen, wo sie 1910 den Maler Robert Delaunay heiratet. Die Jahre 1910 bis 1914 sind ein Höhepunkt in beider künstlerischen Entwicklung. Sie leben in ihrer Kunst, sie tragen die Kunst ins Leben. Von diesem Bild mit dem Titel Bal Bullier, das Sonja Delaunay 1913 gemalt hat, ist das Lebensgefühl dieser Jahre abzulesen. In Fantasiegewändern, in den Kontrastfarben ihrer Bilder, besuchen die Delaunays allwöchentlich den Bal Bullier auf dem Montparnasse. Tango tanzend führen sie die Kunst und das Volk, frappierend, mobilisierend, animierend. Der Dichterfreund Blaise Sandra schreibt im Februar 1914 das Gedicht Sur la robe, elle a un corps. Auf dem Kleid trägt sie einen Leib. Für Sonja Delaunay im Simultankleid. Nach dem Ersten Weltkrieg hat sie die Kunst auf andere Weise ins Leben eingeführt. Sonja Delaunay arbeitet für die Modeindustrie und eine reiche Pariser Klientel. Sie entwirft Stoffe und Kleiderkollektionen, Accessoires und Inneneinrichtungen, ja sogar Autokarosserien. Im Bereich der Mode wird sie mit einem gleichbleibend konstruktivistischen Design enorm erfolgreich. Der Mode drückt sie einen neuen Stempel auf und der Kunst verhilft sie zu einem Ausflug in die Mode. Noch als 80-Jährige ist sie künstlerisch tätig, eine Frau, die mitten im Leben steht. Der Anfang war ein revolutionärer Akt, die konkrete Verbindung von Kunst und Leben. So hat Robert Delaunay Sonja 1914 in ihrem simultanistischen Kleid gemalt. Das Bild hängt heute in der Bielefeller Kunsthalle. Eine Figur, die nicht nur die Künstlerin meint, sondern ebenso in einem ihrer eigenen Bilder auftauchen könnte. Die Absichten und Arbeiten beider verschmelzen in diesem Jahr 1914. Sonja Delaunay hat die Kunst an das Leben herangeführt. Ihre Arbeit kündet in strahlend heiterem Ton von weiblichem Selbstbewusstsein.